Wunderschönen guten Morgen, das halb sieben. Ja, ich sehe auch nicht ganz dicht. Und das weiß ich wieder, ich weiß es doch, dafür ist es nicht schlimm. Und ich habe schon angefangen mit meinem Anzündkamin hier Kohlen und zu machen, weil heute geht es ein wunderbares Stück Fleisch, das muss so 10 Stunden gehen, nämlich ein wunderbares Pulled Pork. Und dann muss ich gucken, wie das geht. Also versuche ich schon, das noch nie gemacht. Und viel Spaß. Voilà, der Butter klebt los. Das Schwierigste wird los für mich sein, dann die Temperatur anzustellen. Die soll so um 110 Grad leihen. Ja, dann nach die üblichen Diskussionen, ob die Holze soll angewischt gehen oder nicht. Mein Mentor und Freund Gilles sieht, wäscht nicht an. Viele Internetseiten so, aber wäscht an. Boah, weil ich bis jetzt mit Anwäsch nicht mehr gute Erfahrungen gemacht habe, habe ich dann auch angewischt. Gilles hoffen, dass man nicht weiß. Ja, dann muss ich da ein bisschen gucken, dass die Temperatur nicht zu heiß geht. Boah, in der Zeit präparieren wir mein Fleisch hier. 2,5 Kilo aus dem Genick vom Schwein hätte ich dann hier mariniert und vakuumiert, seit 36 Stunden quasi. Und das packen wir raus und dann kriegt die Temperatur, sondern der Beiche gestarrt und dann geht es auf den Grill. Alles. So, ich bin wirklich positiv überrascht. Ich habe gedacht, ich hätte direkt ein paar 100 Grad an dem Smoker dran, also aber nicht so. Die Temperatur ist sogar ein bisschen zu niedrig im Moment. Und zwar habe ich 90 Grad. Und da muss ich auch ein bisschen damit spielen, weil ich hätte aber gerne, dass mein Fleisch ja noch 90, 95 Grad hat. Da dürfen wir die Temperatur noch an die Luft. Und dafür habe ich die Luft so vor der Luft mal rübergekehrt. Also dämpfen möchte ich den Ball ganz schön. Und ich bin gespannt. Wir gehen mal Kaffee trinken. Ne? Ja, ich habe dann den Moment in die Mensch schwer Charge. Ich sitze hier neben meinem Grill. Und werden. Den Manni wird matt. Und ich habe den Fuß gemäht, ein bisschen Unkraut gezupft. Und das war eigentlich ganz schwierig, weil der Geruch ist mittlerweile schon ganz intensiv. Das Fleisch liegt noch 4 Stunden ab, hat schon eine Kehrtemperatur von 60 Grad. Am Moment nach dem Renktemperatur am Grill, ich hoffe, es sei den. Nee, jetzt sei den nicht. 120. Ja, ich meine, hier mal ein bisschen ab, da kann ich mal ein bisschen gucken. Das überrascht mich wirklich. Mit wenig Kohl, dass ich aber ein Resultat kriege. Und ich ging dann in den ersten Blick auf das Fleisch. Schon gehalten, also schon natürlich schon gelöst. Wir lohnen eigentlich für sich verrehen. Und das fängt wirklich an. Boah, der Geruch. Ja, der Dampf. Ja, ich muss werden. Und Geduld ist bekanntlich nicht mehr gestärkt. Temperatur ausstellen ist wirklich von mir ziemlich kompliziert. So, das Fleisch hat eine Kehrtemperatur von 79 Grad. Ja, auch da, die Engländer sind klein, die anderen nicht. Sind da die Sohn zu den Lohen Alufolie abwickeln. Und da sind noch andere, die Sohn zu denen mit Applejus arriven. Aber ich meine, eine Kombination zwischen Alufolie und ein bisschen Applejus. Mein Gott, Schuhe werden sicher nicht. So. Wird das angepackt und ja, ich konnte mich nicht packen. Ich habe ein Stück müssen raufrappen, für zu machen. Lecker. Ich kann nicht so und so schlecht, aber das ist tatsächlich genial. Aber es geht da die fest. Das nicht mir alles. Voilà, bei ganz genau 93 Grad haben wir Pulled Pork rausgeholt aus dem Grill.
Ich muss sagen, das war mehr einfach, weil das selber vorbei gewickelt war. Das, was da rauslief, das ist den Apple-Jus. Das ist schwer. Und mein guter Cousin Jean-Claude hilft mir dann, für das ganz unten durchzukriegen. Weil er da noch wieder dann aus der Nähe gezogen, also das ist wirklich fantastisch. Und es wird sicher nicht das Lächt sein, was ich gemacht habe. Froh, die sich natürlich stellt, ich war da 12 Stunden am Gang, also das wert. Ich ging so ein, guten Appetit.